Infografiken in Impress, LibreOffice. Infografiken aus der Galerie. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Infografik und wählen Einfügen. Rechtsklicken Sie nun auf die Infografik und wählen im Kontextmenü Aufbrechen. Sie können nun die einzelnen Elemente der Infografik bearbeiten. Schreiben Sie Ihre Texte in die dafür vorgesehenen Textfelder. Selbst erstellte Infografiken. Eine Vier-Schritt-Infografik mit Rechtecken als Säulen. Eine Sechs-Schritt-Infografik mit liegenden abgerundeten Rechtecken und einer Kreisschnittmenge für Kennzahlen. Eine Sechs-Schritt-Infografik mit liegenden abgerundeten Rechtecken und über Eck abgeschnitten für Kennzahlen. Für die Infografiken wurden die Funktionen Subtrahieren und Schneiden verwendet. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um mehr zu erfahren.